Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Ford Racing 2. Ja, wir haben letztes Mal ganz schön viel hier freigeschaltet und jetzt geht es weiter mit Offroad, was mich jetzt schon abfacken wird, aber egal. Es sind ja schon gar nicht mehr viele Rennen, die wir so fahren müssen, bevor ich mich dann irgendwie ans Schwere suchen muss. Aber da gucke ich erstmal, ob ich irgendwo einen Einspielermodus habe oder so. Wir fahren jetzt den F150 Flareside 4x4 in einem Vulkan. Ja, alles klar. Sonst geht's euch gut oder was? Ich versuche mal Mittel, auch wenn ich ein schlechtes Gefühl dabei habe. Aber man kann es ja nicht ändern. Okay. Wir müssen das Auto vor uns schlagen. Oh Gott, und der kriegt so ein geiles und ich nicht. Na super. Was ich sagen muss, bei Offroad diese... Ja, ich sag jetzt mal... Oh, ich muss hier dringend auf die rechte Seite. What? Oh Gott! Alter! Hier rutscht du ja ewig. Ich sag's mal so. Ja, lass mich mal bitte. Okay, what the fuck? Ein Vulkan. Okay! Und da haben wir nichts Besseres zu tun als... Lass mich überlegen... Wir fahren einfach mit Off-Road-Strecken hier. Ja, okay, okay. Ich meine, oh, guck mal, Lava. Oh, sogar Flammeneffekte, wenn man durchfährt. Das ist ja lustig. Cool. Trotzdem vielleicht keine gute Idee, durchzufahren. Ich bin durchgefahren. Alter, ey, also die Effekte haben sie schon saumäßig gut gemacht. Okay, aber hier sollte ich nicht rutschen. Wie sieht's denn aus? Ja, der ist immer noch an uns dran. Oh, ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Ah, okay. Es geht hier einfach geradeaus weiter. Sehr schön. Oh, ich sollte vielleicht auf die Karte gucken. What the fuck? Ach so, das sind ja immer wieder andere. Oh Gott. Und da war ja was. Oh, scheiße. Und der hat diesmal den Vorteil, dass er ein paar Meter vor mir einsetzt. Na, wie nett. Ich muss hier rechts vorbei, ne? Ja, lass mich mal. Aber okay, also die geht hier auf, ja, so auf diesem Mittel. So, ich hoffe mal, dass die Musik auch wieder passt. Ich muss die Lautstärke neu einstellen, weil ich dummerweise FUBA auch persönlich, oder, ja, persönlich, ich höre FUBA persönlich. Nein, ich nutze auch privat FUBA als meinen Musikplayer. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich FUBA verwende, natürlich volle Lautstärke habe, aber das kann ich ja hier so nicht machen, deswegen... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, fuck, ich sollte nicht so viel reden. Nee, warte, das ist schon das Ende, ne? Fuck! Das ist ja echt schon das Ende! Scheiße. Das gewinne ich nicht mehr. Nein! Einmal gedreht, wie ärgerlich! Ja. Scheiße. Aber das mache ich nochmal auf Mittel. Das gewinne ich. Das war einfach Glück von dem. Halt die Fresse, ich habe verloren, ey. Ah, oh, yeah, it's a new record, ey. Du bist hässlich. Was wollte ich jetzt noch gleich sagen? Ja, ich muss FUBA immer wieder neu einstellen, weil ich das ja nutze, um hier die Hintergrundmusik laufen zu lassen. Und, tatsächlich ist es so... Dass FUBA da ziemlich, ja, Alter, was ist denn mit dieser Karre los? Die kommt ja überhaupt nicht hin. Oh, hoppla, jetzt dreh ich mich. Naja, dann dreh ich mich halt weiter. Oh, ich bin froh, wenn ich mit der Offroad-Section fertig bin. Weil Offroad ist hier echt gar nicht meins. So, verpiss dich. Nein, jetzt dreh dich doch nicht immer! Meine Fresse! Ich meine, seriously? Komm schon! Kein Auto würde sich da drehen! Naja, ist das eigentlich schädlich, wenn ich da durchfahre? Boah, den interessiert es auch nicht. Fick dich, ich fahre das jetzt auf leicht, ey. Da hat doch kein Mensch Bock drauf. Ja, verloren, ja sowas. Komisch, nachdem mein Auto immer so selber fährt und so der Meinung ist, ja, also, so wie du das willst, fahre ich nicht, ja? Ey, das werde ich noch so oft üben müssen, wie ich das alles auf schwer habe. Wenn ich es überhaupt jemals schaffe.
Ey, das kann doch nicht sein, ey. Ich bin ein dummes, hässliches Auto. Ich drehe mich gerne im Kreis. Karussell. Hättest du halt ein Karussell werden sollen. Aber kein Auto. Meine Fresse, ey. Seriously, jetzt will ich das auf leicht fahren. Weil es auf Mittel möglich wäre, aber mein Auto das nicht möchte. Ja, lass mich durch, verdammt. Was sind denn das für Scheißdinger, dass sie gar nichts können, ey? Ist das wirklich so gewollt? Fährt man wirklich so Offroad? Das ist ja schrecklich. Aber okay, ich gehe jetzt vor jeder Kurve in die Bremse, damit du nicht in Versuchung kommst, da auszuschlagen. Oh, da bist du ausgeschlagen, trotz meiner Bremstaktik. Du bist ja ein tolles Auto. Seriously. Boah, das ist ja schrecklich, ey. Vor allem auf leicht ist das dann wieder total einfach. Auf mittel wäre es genau richtig. Aber kann ich ja nicht bringen, weil, Auto fährt lieber selber. Auf jeden Fall eine lustige Idee, da tatsächlich einen Vulkan reinzubauen. Also Ideen haben sie. Dennoch, das Gameplay von manchen Wagen hier ist einfach eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, ob das Offroad wirklich so sein soll, dass dieses Ding einfach komplett selber lenkt, wie es gerade Lust hat. Aber das kann ja echt nicht sein. Naja, jedenfalls, die Musik muss ich jedes Mal wieder neu einstellen, das habe ich euch gesagt. Und... Bäm, weg mit dir, haha. Da weiß ich halt immer nicht, ob die Abmischung genau richtig ist. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Wenn nicht, ist halt Pech, ne? Aber seriously, diese ganzen Offroad-Kisten sind ja eine absolute Katastrophe, ey. Ich meine, ich bin ja... Okay, ich bin so ein maximal mittelmäßiger Fahrer. Das gebe ich ja gerne zu. Ja. Aber... Ernsthaft, what the fuck? Autos... Mach doch einfach keinen Scheiß. Kann es sein, dass dieser Vulkan mich tatsächlich, also die Magma mich tatsächlich runter beschleunigt? Ist ja lustig. Weißt du, und jetzt drehe ich mich überhaupt gar nicht mehr. Also wahrscheinlich ist das alles Übungssache, dann würde ich wahrscheinlich sogar auch schwer vielleicht packen. Ja, oder ich drehe mich. Alter. So, was haben wir denn jetzt? Ein 350 XLT Sport. Na, das klingt ja nach einer Superkarre. Das ist wahrscheinlich dieses letzte Ding, das man frei... Nee. Auch so ein schreckliches Ding. Ups. Upsi. Lass mich mal durch, ich bin Arzt. So. Gut. Jedenfalls Offroad mal erstmal leicht durch. Das werde ich viel üben müssen. Mache ich dann privat. Das dauert ja noch ein bisschen, bis die Folge hier kommt. Da übe ich dann einfach noch ein bisschen und dann kriege ich das schon irgendwie hin. Hoffe ich. Das war Ironie, natürlich schaffe ich das nicht, aber egal. Ja, ja, wunderschön machst du das. Ah, ideal. Ah, das sieht schon geil aus mit diesem Vulkan im Hintergrund. Also die haben sich da schon echt Mühe gegeben bei der Entwicklung dieses Spiels. Muss man schon sagen. Dennoch habe ich es noch nicht geschafft, da nicht zu rammen. Egal. Das ist unser Sieg. Finish. Yeah. You win. Fahren wir halt einfach rückwärts wieder fort. Sehr schön. Yeah, auf leicht haben wir das Teil jetzt freigeschaltet, damit ich das üben kann. Und den SVT Lightning habe ich auch gewonnen. Wo ist denn der? Der ist hier irgendwo, ne? Ja, da. Den haben wir noch nicht, aber den da. Ja, machen wir erstmal den. Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe. Ah, das ist das. Cool, versuchen wir das mal auf schwer. Schaffen wir. Ich habe keine Chance. Oh Gott. Oh Gott, das ist auch wieder so eine Karte, die überhaupt nicht lenkt. Warum kommen die lenkintensiven Strecken immer mit den Autos, die gar nicht lenken? Also wirklich gar nicht.
Alter! Oh Gott, das mache ich auch maximal auf Mittel, ey. Das geht ja überhaupt nicht. Und jedes Mal, wenn du halbwegs an den Rang kommen könntest, kommt die nächste lenkintensive Kurve. Das ist jetzt zum Glück mal keine. Lenk doch einfach, Junge! Nee. Ei. Okay, das wird noch einige Zeit dauern, bis ich das alles halbwegs hinkriege. Ah, jetzt hat er gelenkt. Oh. Dummerweise nur ungefähr 100 Mal mehr, als ich wollte, aber egal. Oh Gott, ey, an den komme ich ja gar nicht dran, ey. Ist ja traurig. Hallo? Renn. Ja, ich habe natürlich bestätigen und das haben sie auch super gemacht, ey. Neuer Versuch, Mittel. Vielleicht geht das besser. Aber wenn mir das überhaupt nicht gefällt, ich mag die Strecke hier überhaupt nicht. Bis andauernd bist du am Kurvenfahren und alles, hast nie die Chance, so richtig gescheit auszufahren. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin immerhin schon mal näher dran und schon fast im Windschatten. Komm schon, ich schalte dich jetzt aus. Sehr schön. Sehr schön. Lenken! Deine Lenkung! Weißt du, was das ist? Man hat dir ein Lenkrad eingebaut. Das hat auch irgendeine Connection zur Außenwelt, mein Freund. Eieiei. Das sind Autos, die lenken halt einfach gar nicht. Ja, ich hau jetzt immer voll in die Eisen. Dann kommt er zumindest ein bisschen um die Kurve. Zwar nicht schnell, aber er kommt um die Kurve. Time extension. Ha, 20 Sekunden mehr. Bei durchschnittlich 30, die ich brauche, um so ein Teil mal irgendwie einzuholen. Nein, nicht überholen. Keine gute Idee. Okay, das ist super. Ich habe noch Chancen. Aber jetzt kommt der schwere Teil, wo ich nicht an meinen Typen rankomme. Na super. Um die Kurve. Gut gemacht. Ich musste dich zwar auf 0 runterbremsen, weil sonst gar nichts ging. Aber hey, immerhin bist du irgendwie um die Kurve gekommen. Finish, yeah. You win. I win, somehow. Gott. Ja. Alter. Also das Spiel hat eine ordentliche Schwierigkeit. Immerhin auf Mittel haben wir die schon mal alle geschafft. Den nur auf Leicht. Ach, das weiß ich. Das war auch so ein schreckliches Ding. Und jetzt kommt leider der hier wieder. Oh Gott. Mittel. Bestimmt schaffen wir das irgendwie auf Mittel. Ich tue einfach so, als ob ich auf einmal voll der... Oh Gott. Nicht ein Rennen, bitte. Oh Gott. Naja, in der Theorie könnte es ja sein, dass er sich gut fahren lässt. Ich meine, die können ja nicht alle scheiße sein. Kenne ich die Strecke? Ich weiß es noch nicht. Die sieht bisher noch ziemlich gleich aus. Doch, die kenne ich. Die habe ich schon gefahren. Das war die mit den... Ja, die mit dem Maya-Tempel. Genau. Im Hintergrund läuft ein cooler Rock. What? Was war das denn? Okay. Schon in Ordnung. Ich soll nicht führen. Okay. Natürlich kommt dieses Ding jetzt wieder nicht hoch. Wieso auch immer ich so ungefähr einfach 90 Grad nach oben geschanzt bin auf einmal so. Na okay. Er lenkt zwar auch nicht so extrem brillant. Aber immerhin lenkt er und immerhin scheint er bisher noch nicht zu schleudern. Das ist schon mal gut. Nix da, mein Freund. Ich kämpfe eher mit den beiden da vorne als mit dir, okay? Du kannst gerne mit den beiden da vorne kämpfen, sobald ich der Erste bin.
Lass mich mal durch, danke. Ah, schön, asozial gewinnt halt immer. So. Jetzt noch der Typ wieder vorne, den kriege ich jetzt. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott. Aber hey, das ist die erste Karte hier, die bisher noch überhaupt nicht scheiße zu steuern ist. Wie das Teil zwar auf die Idee gekommen ist, mir ungefähr, weiß ich nicht, alles kaputt zu machen, indem es einfach mal so 90 Grad nach oben, weißt du schon. Weiß ich nicht, wieso es da auf die Idee gekommen ist, das wäre eine gute Idee, aber egal. Und flieg. Und flieg nochmal. Und dieses Mal ist es auch nicht nach oben. Das ist sehr schön. Seriously, warum sind die nicht alle einfach so zu lenken wie der? Der ist zwar ein bisschen träge, was das Hochbeschleunigen angeht, aber fuck it. Ist doch in Ordnung. Ich liebe dich so, wie du bist. Da haben meine Kumpels haben da, also wir haben gestern zusammen gesoffen. Darf man natürlich nicht, aber meine Kumpels haben da tatsächlich erzählt, die studieren Wirtschaftswissenschaften und so ein Scheiß. Also irgend so Zeug, wo gar keiner mag. Und die haben da wohl eine Vorlesung. Der Professor hat die wohl ernsthaft so ganz komische Gebärden machen lassen. Und dann musste jeder einen seiner Fehler aufzählen und dann sagen, ich liebe mich so, wie ich bin, obwohl ich viele Fehler habe. Irgendwie so, hä, was zur Hölle? Okay? Und die so, ja, also, aber die haben voll alle mitgemacht. Und okay. Also ich meine, ich wüsste nicht, was ich da sagen sollte. Ich bin geil und ich kann alles und ich habe keine Fehler. Also, ja, ich liebe mich so, wie ich bin, einfach weil ich toll bin. Und, ich finde das interessant, was es so alles gibt, was so alles gelehrt wird. Und das an der Uni, ja? Das ist schon ordentlich. Ich meine, das war wirklich ganz komisch. Die mussten sich dann irgendwie mit dem Finger da, wo ist denn das? Da, knapp unterhalb des Halses. Noch nicht auf der Brust, sondern über der Brust und unter dem Hals aber. Und da mussten die sich kratzen. Nee, kratzen nicht, aber da mussten die so mit dem Finger kreisen. Und ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Okay, das machen wir wenigstens locker flockig auf Mittel durch. Da wäre ich fast gewillt, das mal auch schwer zu versuchen, aber nicht jetzt. Irgendwann. Ich werde einfach in allen anderen Autos super gut und dann mache ich das hier, nehme ich dann so nebenbei mit, glaube ich. Also sollte es jemals eintreten, dass ich super gut werde. Der sieht schon geil aus. Das Einzige, was mir hier fehlt, was man aber in einem Spiel von 2004 oder so nicht erwarten kann, dass das Auto dreckiger wird, wenn es durch so Morast und durch so komische Strecke fährt. Das wäre noch geil gewesen, so. Und im Hintergrund, die Musik ist einfach geil. Ich bereue das keine Sekunde, dass ich die jetzt mittels Musikplayer, mittels Fubar einfach noch dazu schneide. Was heißt dazu schneide? Ich höre sie ja live bei der Aufnahme und das ist schon geil. Und Sieg! Finish! Yeah! Brumm, 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 brumm. Yeah! Wuhu! Und die Autos im Hintergrund sagen, bist du dumm, du Fucker? Schön. Oh, aber wir haben eine Sekunde länger gebraucht. Ui. Das wäre ja eigentlich sogar sau schlecht von mir. Gut, dann nehmen wir den XLT Sport, gegen den wir schon gefahren sind. Wir versuchen es immer auf Mittel. Wird schon irgendwie gehen. Wenn nicht, werde ich wieder wütend. Oh Gott, ist das die Strecke? Ja, das ist die Strecke. Oh Gott. Nein, das ist nicht die Strecke. Das ist eine andere Strecke, oder? Ich hoffe ja echt, dass die ganzen Scheißwagen einfach am Anfang kamen und jetzt nur noch gute Dinger kommen, mit denen man auch fahren kann. Doch, das ist die Strecke. Und der lenkt gar nicht. Ups. Sorry, Bro. Hätte ich irgendwie in die Lenkung Einfluss nehmen können, hätte ich was gemacht. Ist dieses... Okay. Was zur Hölle? Was ist das für ein Auto? Ach du Scheiße. Alter. Okay. I'm really sorry to say that, but this thing is the worst I've ever... Ey, junge Freundchen, bloß weil du selber Auto hast, muss ich nicht denselben Scheiß machen. This thing is the worst thing I've ever seen in my fucking whole life. It isn't able to lenk, it isn't able to do anything that's richtig. It isn't even able.
It's just... Oh nein, lenke. Lenke nicht mehr. Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Was ist das für ein Ding? Ja, jetzt muss ich ja noch einholen, der das scheinbar nicht dieses Auto fährt, das ich fahre. Und dadurch einen leichten Vorteil hat, weil sein Auto halt einfach nicht so scheiße ist wie meins. Alter. Aber das ist wohl scheinbar echt so gewünscht bei Offroad, dass die Dinger einfach rutschen wie sonst was. Oder vielleicht liegt es auch an der Strecke, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, ich muss den Typen jetzt unbedingt eliminieren. Oh shit, oh shit. Alter. Aber der kann das ja auch nicht steuern. Das ist ja das Allergeilste da dran. Der baut ja genauso viel Scheiße wie ich auch, ne? Das, Alter. Also wer auch immer diesen Wagen erfunden hat, war ein Troll. Weil mit dem Ding kannst du einfach kein... Ich guck mal, ich fahre hier gerade mal 150 in unwegsamem Gelände und schon dreht das Teil durch, ey. Kann ja gar nicht sein. Oh, oh, oh. Ich habe mich ein bisschen gebremst, weil... Ja, guck mal, wie der schlingert, ey. Der kommt halt auch überhaupt nicht klar auf das Teil. Oh, 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 das war knapp. Ups. Alter. Nein, nicht überholen. Nicht überholen. Ich bin Erster. Ich werde Erster. Lass mich Erster werden. Alter. Oh mein Gott. Nein, der hat mich überholt. Ah, ihr Arschlöcher. Oh, scheiße. Ja. Das war's dann leider. Schade. Sehr... Nein, das wollt ihr doch nicht nochmal versuchen, ey. Ich will dieses Auto nicht schon wieder auf der Schwierigkeit. Ich will das vor allem durchfahren. Ich will das dann irgendwann mal üben. Aber nicht jetzt. Na ja, bestätigen und bremsen sind hier genau andersrum. Wer sich das ausgedacht hat, war auch ein Scherzkeks. Wir machen es mal auf leicht, weil ich will Offroad einfach durchkriegen, damit ich das üben kann, damit ich das irgendwann durch Zufall irgendwie schaffe. Aber Alter, ey, die Karre geht halt einfach mal gar nicht. Das ist ja böse. Auch wenn natürlich so ein Sieg in letzter Sekunde ziemlich lustig gewesen wäre, aber nachdem diese Mega-Drehung kam, war das einfach leider nicht mehr möglich. Das ist ein bisschen schade. Und leicht ist halt einfach viel zu leicht. Das ist echt kacke. Für meine Idealschwierigkeit müsste da zwischen mittel und leicht echt noch irgendwas geben. Nicht kaputt gehen. Aber okay, es liegt am Auto, weil auch auf dem Untergrund schlittert das Teil einfach wie ein Arsch. Ich meine, guckt euch das mal an, ey. Das kann mir doch keiner erzählen. Das wird noch viel Übung, bis ich das auch schwer schaffe. Das Problem ist auch, man sieht die Zeiten von seinen Mitbewerbern überhaupt nicht. Ich kann gar nicht sagen, okay, jetzt schaffe ich die Strecke in 1,20 oder so. Was ein bisschen unrealistisch aussieht. Jetzt ist alles ideal oder so. Das kann ich auch nicht sagen, ja. Oder 3,60 von mir aus, ja. Oh Gott. Oh Gott, ey. Du bist ein schreckliches Auto. Vor allem die Strecke hier ist aber auch ultra scheiße. Ich hasse die ja, ne? Und die fährst du halt immer mit dem beschissensten Auto. Ich meine, guck mal, auf leicht holen die mich ein. Die holen mich nie ein auf leicht. Dieses Auto ist halt auch einfach echt... Also guck mal, mit was hat mir die Strecke vorher gefahren? Mit dem anderen Scheißteil, das überhaupt nichts konnte. Das kann doch echt nicht sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die Strecke mag ich halt echt nicht und ich mag auch die Autos nicht, die man auf dieser Strecke standardmäßig fährt. Ja, ja. Ja, ja, gib mir deine Alarmanlage. Also Offroad ist echt schwer. Bin froh, sollte ich das irgendwann alles auch schwer haben, bin ich sehr, sehr froh. Aber bis dahin vergehen, glaube ich, noch so 2, 3 Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende, irgend sowas in dem Bereich. Na, das war doch halbwegs souverän gelöst, würde ich mal sagen hier. Ich werde schon besser mit diesen Autos, die man gar nicht fahren kann. Oh Gott, ey. Wenn ich überlege, dass ich dieses andere Ding da noch fahren muss. Oh Gott, oh Gott.
Wisst ihr schon, das war ja auch nur so auf leicht geschafft habe, weil es sich immer gedreht hat. Ich fahre hier besser nicht so. Schreckliche Strecke. Also ich mag die Strecke echt nicht und die werde ich noch oft üben müssen. Ich hoffe mal, es gibt überhaupt so einen Singleplayer, wo du sagst, okay, ich fahre mit dem Auto auf der Strecke, weil ich habe den bisher noch nicht im Menü gefunden. Es könnte höchstens sein, dass die Ford Collection das ist. Aber so Einzelrennen gibt es halt irgendwie nicht. Ich hoffe mal, dass es irgendwo ein Rennen mit eigenen Regeln gibt, weil das muss es halt geben. So. Ja, ja. Weep, weep, weep. Ja, ja. Alter, ich kann mit der Strecke gar nicht. Ich meine, die Idee ist auch wieder gut, ja? So Westerndorf, hier ein paar Skelette rechts am Rand, dann Kaktus, Forschungsanlage kommt auch, Alter. Du bist doch nur geschanzt, meine Fresse. Also Geisterstadt ist das ja. Windy Krieg, ui, Geisterstadt, ja. Das ist ja an sich alles gar kein Problem. Das ist ja eine coole Idee, so hier die Schienen noch, ja. Total cool. Dann Staudamm, whatever. Staudamm, okay. Warum auch nicht, ne? Es ist schon alles cool gelöst, aber die Strecke mag ich einfach nicht. Und es kann vielleicht einfach daran liegen, dass die Autos, die man hier fährt, einfach scheiße sind. Weil es irgendwie so die extrem Schlitterwagen sind, die nur schlittern. Aber fuck it! Finish. Wir haben es geschafft. You win! You win! Und der so hinter uns, ey, what the fuck, Idiot, ey. Alter. Auf leicht war es tatsächlich relativ leicht. Car collected. Challenge unlocked. Und Ford GT haben wir auch gewonnen. Ja, das ist doch super. Wollen wir den gleich machen? Das ist der da, ne? Ja. Ja, wir machen. Warte, wir sind bei 30 Minuten. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Offroad. Ford Racing 2. Bis dahin. Servus.